Das ist doch... So. Das zweite Gitterchen. Und noch eins von hinten. So, das hätten wir ihn eingezäumt. Ja, ja. Eins, zwei, drei. So, ja. Da ist doch der Kleine wieder mal ein ganz schnelles Kerlchen, ist er doch. Na ja. Na, du kleine Düsenbiene, du. Wie bitte? Haben sie dich also doch noch geschnappt, recht? Oder das ist der Fluch der bösen Tat. Wer sind sie? Ich bin der Weihnachtsmann und habe auch was Feines mitgebracht, jawohl. Lauter Strafbefehle fürs brave Kind. Wie reden sie denn mit mir? Ich habe ja schon eine Menge wilde Fahrer erlebt, auch verrückte Hysteriker. Aber sie sind wirklich das Schärfste. Eine Gefahr für die Menschheit, reif für die Zwangsjacke. Hilfe! Halten Sie sich aus! Wissen Sie überhaupt, mit wem Sie da reden? Ich scheiß drauf! Sie wissen also nicht, wen Sie da vor sich haben. Eine Verrückte, eine gemeingefährliche. Nein! Sie sprechen mit Frau Oberst Lefrançois, selige Witwe des Oberstkommandierenden der unteren Normandie. Außerdem eine persönliche Freundin des Generals Rochemont. Nein! Mit dem Staatssekretär Fouchard ist sie auch bestens ist bekannt. Unmöglich. Und mit einer weiteren allerhöchstgestellten Persönlichkeit. Ist wahr? Ist sie noch da? Was mache ich bloß? Kann mir selbst nicht mehr ins blaue Auge blicken. Helfen Sie mir doch. Oh. Allergnädigste Frau Obristin. Ich gebe es zu, ich fahre ein bisschen schnell. Aber ganz warm, aber ich würde dabei niemals ernsthaft den Verkehr gefährden. Nie und nimmer würden Sie das. Ich habe gesündigt. Hochmut, meine Sünde. Aber vergeben nein, Sie nein. mir. Vergessen wir den unliebsamen Zwischenfall. Zu viel der Güte. Ja? Na nun. Na nun. Mit Vornamen heiße ich Josepha. Und mich nennt man den lieben Balduin. Mit Vornamen heiße ich Joseph. Und mich nennt man den lieben Balduin. Ich möchte mich für meinen Untergebenen entschuldigen. Der Mann ist sonst ganz tüchtig und brauchbar. Sie haben viel mit meinem verblichenen Mann gemeinsam, Monsieur Balduin, ja. Hart und unerbittlich, wenn es ums Gesetz geht. Und doch voll Güte im Grunde seines Herzens. Ein echter Mann eben. Trotz allem sind Sie mir aber immer noch eine Erklärung schuldig, Monsieur Balduin. Na nu. Morgen um 5 bei mir zum Tee? Oh. Zum was Sie wollen, Frau Oberst.